Ja, und nun am 9. Juli endlich hier meine Stellungnahme als Maler des Caravaggio. Hier zu Michelangelo de Medici, genannt Caravaggio aus dem lombardischen Dorf Caravaggio in der Nähe bei Milano. Michelangelo de Medici, genannt Caravaggio hier. Und der Problemfall der Kunstgeschichte wird es hier genannt. Da, Caravaggio gibt der Forschung bis heute grandiose Rätsel auf. Das ist wirklich alles Quatsch. Und ich werde jetzt mal kurz darauf eingehen. Eine fragwürdige Sensation. Kunsthistoriker wollen 100 Zeichnungen von Caravaggio gefunden haben. Kritiker zweifeln. Ich habe hier jetzt, hallo liebe Aufrufer, ich habe Montag, den 9. Juli und habe hier den Kölner Stadtanzeiger vom Samstag, 7., 8. Juli. Das ist aber egal, alle großen Zeitungen, alle Medien haben diesen Caravaggio groß. Und wenn man das zulassen will, auf der Ebene der öffentlichen Zumüllung an Informationen und Reizworten und so weiter, also aus meiner Sicht ist Caravaggio zu Recht in den Medien, weil es aus meiner Perspektive der interessanteste Maler ist der Malereigeschichte. Für mich als jemand, der in Deutschland lebt, in der Zeit der Pop-Art und jetzt also der aufgelösten Kunstbegriffe, der italienische Maler Caravaggio der interessanteste ist, ich möchte es extra sagen, für mich nicht in Betracht. Hier zum Vergleich kommen natürlich unglaublich geniale Leistungen, hauptsächlich der iranischen, also persische Malerei. Malerei, das kennt in Deutschland fast niemand. Persische Malerei ist für mich das Feinste und Größte, was es überhaupt gibt. Da kommt nicht die indische Malerei heran, nicht die japanische, das asiatische, schwungvolle chinesische Kunst. Das sind alles grandiose Sachen, durchaus auch ägyptische Kunst. Das ist alles sehr speziell und ganz wunderbar. Aber für mich als europäischer Maler Caravaggio. Und nun kommen die hier und sagen, Problemfall. Das ist eigentlich nur deshalb, weil wieder irgendjemand ein Buch über Caravaggio geschrieben hat, was er jetzt gerne promotet und gerne verkaufen möchte. Und da wird nun behauptet, es sind Zeichnungen und unbekannte Werke gefunden worden oder wiederentdeckt und so weiter. Das stimmt nicht. Diese Zeichnungen sind im Archiv. Und das Schloss bei Mailand ist auch nicht irgendein verwunschenes Schloss bei Mailand, sondern das ist der Palazzo Sforza, der große mitten in Milano stehende zentrale Ursprungsplatz der Stadt Mailand, des großen Fürstengeschlechts der Sforza, wo Leonardo da Vinci der Hausmaler war und die Dekorationen gemacht hat und so weiter. Und dort gibt es also Archive und Sammlungen und da sind Zeichnungen von dem angeblichen Maler Peter Zano, bei dem also Caravaggio in der Lehre gewesen sein soll. Und nun sind da also Zeichnungen, die zu dem Konvolutüberlassenschaften Werkstatt Peter Zano. Ja, und nun kommt man auf die Idee, dass zwischen diesen Zeichnungen des Lehrers und dem Caravaggio selbst irgendwelche Beziehungen stehen sollen. Und selbst wenn das so wäre, man hat sich doch mit dem Maler Caravaggio zu beschäftigen und mit seinen unglaublich genialen Bildern und der Tatsache, dass eigentlich alle genialen Maler der Caravaggio-Zeit in der Nachfolge Caravaggios Caravaggisten geworden sind. Das heißt, die haben mit den speziellen Neuigkeiten und Schönheiten und Virtuositäten und Wirkungseffekten der Malerei von Michelangelo Caravaggio nachgeahmt, eingeschwungen, sodass es eine Schule wurde. Und jetzt steht hier zum Beispiel in diesem Artikel Kölner Stadtanzeiger von einem Michael Kohler, da steht dann sowas, der sei immer auf der Flucht gewesen, der sei immer im Streit. Also, 1571 geboren, 1610 gestorben. Der ist also 39 Jahre knapp, 39. Er hat ein unglaubliches Lebenswerk an großen Bildern und zwar in ganz Italien verteilt. Der war auf Malta, der war in Sardinien, der war auf Korsika, sonst wo, Elba, überall Caravaggio.
in Neapel, in Rom. Der hat überall gemalt, er war sozusagen ein armer kleiner Maler, der auf der Wanderschaft dahin gehen musste, wo er Aufträge bekam. Er hatte keine Werkstatt, der hatte auch keinen Pferdewagen mit seinen ganzen Planschränken und keine Computerdateien, wo er seine Diseños drauf hatte, Zeichnungen, sondern der war unterwegs, Caravaggio. Und hier wird nun gesagt, er war immer im Streit. Ja, was hat so einer denn zu tun gehabt, außer zu kämpfen? Und hier wird dann immer in der Kunstgeschichte gesagt, Caravaggio sei ein Mörder. Also wahrscheinlich war er ein Totschläger in einem Streit. Angeblich ist jemand zu Tode gekommen, an dem Streit war Caravaggio beteiligt. Da gibt es keine Story drum, das ist kein Raubmord gewesen oder kein Liebeshändel oder ich weiß nicht was. Also mit anderen Worten, Caravaggio wurde von der Polizei verfolgt und hat sich dem entzogen. Hier steht jetzt drin, auf der Flucht und in langen Jahren der Verbannung. Eine Verbannung hat es nicht gegeben. Es gab ja nicht Italien, sondern zum Beispiel in Rom, wo das passiert ist, war eine andere Polizeimacht als in Neapel. Wenn der also von Rom nach Neapel ging, dann war das erstmal nicht einfach der Bundesnachrichtendienst, der dort tätig wurde, mit dem Generalbundesanwalt, sondern die mussten mit Rom, mit Neapel Kontakt aufnehmen, und wenn der in Malta war, hatten sie gar keinen Zugriff. Also mit anderen Worten, Caravaggio war schließlich ein Peredwischniki, ein Wandermaler, und der war in Rom von der Polizei verfolgt, da ist er aber dann auch nie wieder gewesen. So, also Verbannung mag man das nennen. Aber wann ist Frau Merkel das letzte Mal in Ballenhausen bei Friedland gewesen? Nicht. Ja, und dann ist sie also verbannt. Nee, sie ist auch nicht auf der Flucht. Sie kommt da einfach nicht hin. Es liegt nahe, dass man bei diesem Lebenswandel kein allzu zahlreiches Werk hinterlassen kann und jedes erhaltene Gemälde umso kostbarer erscheint. Auch das ist völliger Quatsch, was der hier schreibt. Wenn einer mit 39 Jahren ein solches Werk wie die großen Bilder von Caravaggio hinterlassen hat und die frühesten datieren, da war er 14, 15 Jahre alt. Also ich habe selber in Mailand das Canestra di Frutta, den berühmten Früchtekorb, der in der Pinacoteca Ambrosiana hängt, kopiert Anfang der 70er Jahre. Das ist nur so ein kleines neue Sachlichkeitsstillleben. Einzigartig in der ganzen Stilllebengeschichte, nur eine Silhouette, ein Früchtekorb mit Früchten und einem unifarbenen Hintergrund und einem Rahmen drum. Das ist, wenn man so will, eine Naturstudie gewesen. Als ein Stillleben gerahmt an der Wand, so edel, so wunderschön, mit Wassertröpfchen, mit Wurmlöchern, naturalistisch. Die Kunst des Caravaggio, sich ein Stillleben hinzumalen als 14-Jähriger oder 15-Jähriger, Äpfel und Pfirsiche und Weintrauben abzumalen, nicht mehr und nicht weniger. Der hat das nicht gezeichnet, sondern hat das abgemalt. Es gibt auch keine Vorzeichnung. Und um das zu zeichnen, so wie er es gemalt hat, wäre die Zeichnung genauso aufwendig wie die Malerei. Caravaggio war aber ein Maler. Also hat das gemalt. Dieser Früchtekorb ist dann zum Beispiel in dieser Cena von Emmaus, wo die vier am Tisch sitzen, das gibt es auch in London in doppelter Fassung, mit dem Früchtekorb an der Seite. Das ist das Sujet, das heißt, der Caravaggio hat mal diese Früchte gemalt und dann hat er sie bei Bedarf wieder in anderen Bildern weiterverwendet. Es gibt davon keine Zeichnung. Und wenn man sich also mit Caravaggio eingehend beschäftigt, so wie ich das gemacht habe und nach wie vor mache, wenn ich insbesondere in Rom bin, wo sehr viele Caravaggio-Bilder sind, in Kirchen, große Ölmalerei auf Tafelbildern, die man also wegtragen kann, keine Wandmalerei, sondern Tafelbilder, dann sieht man, wie aufwendig das ist, und egal was das für ein genialer Pinselmaler war, alles was technologisch dazu gehört, Farben machen, Farben anmischen, Pinsel binden, Pinsel benutzen, alles das, wenn man das sieht, und dann gibt es bei Caravaggio eine ganze Menge abgebrochene Arbeiten, die nicht fertig geworden sind, da sieht man die Vorarbeiten auf der Leinwand. Der hat auf der Leinwand gezeichnet, beziehungsweise Andeutungen gemacht und hat dann das gemacht, was man Annäherungsdarstellung nennt, im Italienischen Übermalung, also ich übermale, ich korrigiere so lange, bis es sitzt. Im Italienischen in der Malerei ist das Pentimento, also gelogene Kante. Jetzt schreibt hier dieser Witzbold, Michael Kohler im Kölner Stadtanzeiger,
Vielleicht hat es daher sogar etwas Tröstliches, wenn sich Caravaggios Geheimnis auch unter dem Röntgenapparat nicht immer entschlüsseln lässt. Eines der wichtigsten Merkmale, die ihn von seinen zahlreichen Kopisten unterscheiden sollen, sind die Korrekturen in den unteren Farbschichten eines Bildes. Dass ausgerechnet diese sogenannten Reuezeichen als Visitenkarte des sündhaften Caravaggio dienen, lässt sich wohl nur als im Himmel gefügte Ironie verstehen. Ha, 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 ha. Als wenn Künstler, Kunstgeschichtler und Kunstinteressenten Idioten wären, so einen Quatsch hier zu schreiben. Für wen ist das eigentlich geschrieben? Ich frage mich. Wahrscheinlich für Herrn Neven Dumont vom Kölner Stadtanzeiger. Auf Seite 2, Themen des Tages am Samstag, also hier der Quatsch als Problemfall hingestellt, Caravaggio. Was der hier nennt? Die Korrekturen in den unteren Farbschichten. Das ist genau das, wenn einer auf dem weißen Leinwandgrund anfängt, da sitzt das Modell und fängt jetzt an, den Umriss anzulegen, dann macht er irgendwann den ersten Strich. Und dann macht er meinetwegen den Kopf oder die Hände oder die Kontur und dann stellt er fest, die eine Hand kommt ja näher aus dem Bild raus, das gibt es bei Caravaggio, da kommt so eine Hand, dann ist die natürlich größer als hier hinten. Und nun sagt er, wenn ich den Arm so lang mache, wie die kleine Hand da hinten, dann hat er 3 Meter lange Arme, also darf die Hand nur so groß werden. Und diese Korrekturen, das ist das, was jeder Zeichner macht, eine Annäherungsdarstellung. Ich sage es nochmal, also ich bin Maler, ich mache überhaupt gar keine Zeichnung. Ich male meine Sachen auf der Leinwand. Und genau da findet die Annäherungsmalerei statt. Um jetzt an einem Beispiel darzustellen, wie man das kennen muss, wenn man selber nicht malt und zeichnet. Und ich kann nur sagen, ich habe kein Verständnis dafür, wenn jemand niemals gemalt und gezeichnet hat. Und ich weiß, auch als Lehrer, wenn jemand einmal einen Backstein in die Sonne legt, nimmt sich einen einfachen Aquarellkasten mit 6 Farben und malt jetzt mal den roten Backstein nach, mit all den Farben, die er sieht, er kann einen ganzen Tag an einem Backstein in der Sonne malen. Wer das gemacht hat, wird in seinem ganzen restlichen Leben, egal wo er hinguckt, viel mehr sehen. Also ich sehe hier einen Baum, der hat grüne Blätter, aber das ist nicht ein Grün, sondern das sind unglaublich viele Grüns. Wer das also ausprobiert hat, weiß, worum es geht. Die Geschichte von dem Hans Holbein, dem Jüngeren, das ist der berühmte Holbein, der ein großer Maler war und Meister, und die Geschichte, dass als er in die Malergilde, also in die Innung sozusagen aufgenommen werden wollte, musste er ein Meisterstück vorzeigen und hat keins gehabt. Und dann hat er sich letztlich hingesetzt und hat gesagt, also hier, die waren da am Stammtisch in der Kneipe, saßen um den großen Tisch. Und dann hat Holbein einen Stift rausgenommen, so um die Forderung, ein Meisterwerk zu zeigen. Als Maler hat er einen Stift genommen und hat einen Kreis gemalt. So. Und hat dann zu den Meistern, die da rum waren, die ihn nicht aufnehmen wollen, hat gesagt, so, also, wenn das einer nachmachen kann, dann versuche ich, die Forderung, ein Meisterwerk zu bringen, zu erfüllen. Aber wenn hier von den Meistern keiner den Kreis nachzeichnen kann, dann beanspruche ich hier den Kreis auf dem Tisch als mein Meisterwerk anzuerkennen. So, es konnte keiner den Kreis zeichnen und Holbein wurde als Malermeister in die Lukasgilde aufgenommen. So ist diese Geschichte. Und um es nochmal zu verdeutlichen, Dieter Krämer, ein Kölner Maler, in den 70er Jahren mit seinen VW-Bildern bekannt wurde, ja, und die sind alle immer krumm und schief, die VWs, VW-Käfer. Ich will das nicht verurteilen, ich will nur Folgendes sagen. Wenn mir hier irgendein Holbein oder ein Caravaggio vor die Flinte kommt und sagt, ich bin ein Maler, im Hintergrund, ich bin ein Meister der Malerei, und dann sage ich, gut, dann zeichne mal einen VW, also VW-Käfer. Und ich schwöre, der wird keinen VW-Käfer zeichnen können, ohne unendlich zu korrigieren, weil der erste VW-Käfer, den er macht, da sagt sofort ein dritter unabhängiger Torlinientechnologe beim Fußball, der sagt, das ist gar kein VW-Käfer, das ist ein 2CV. Oder es ist ein Buckel-Volvo oder was weiß ich. Also mit anderen Worten, kein Mensch kann einen VW-Käfer zeichnen.
Selbst der Grafiker oder der Designer, der die Silhouette des VW Käfers im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat, wird nicht auf dem weißen Blatt Papier ohne weitere Hilfsmittel mit einer Linie einem Umbruch einen VW Käfer zeichnen können. Auch kein Holbein kann einen solchen Kreis zeichnen, der wirklich ein Kreis ist, den keiner nachmachen kann, sondern das ist ein mehr oder weniger Kreis, und ein mehr oder weniger Kreis kann natürlich jeder Malermeister. Es ist auch kein Meisterwerk. Also mit anderen Worten, der Caravaggio hat auf seinen Leinwänden gemalt, er hat sich die Szenerie mit den Figuren, wirklich, die haben da gesessen, Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger haben bei Caravaggio gesessen und haben die Augen verdreht als Engel oder ich weiß nicht was, und er hat das gemalt, er hat die am nächsten Tag wieder dahingesetzt, hat wieder die Kerze auf die Höhe gebracht, wieder das gleiche Licht, das gleiche Fensterguckloch. So, dann wurde gesagt, Caravaggio hat die Kamera Obscura, also quasi so eine Art Fotorastertechnik benutzt. Das sehe ich nicht, dass er das gemacht hat. Aber man sieht also an den Bildern von Caravaggio, dass der auf dem Bild Annäherungsumrisse, Binnenmalerei und so weiter gemacht hat und letztlich ein wahnsinnig genialer Maler war. Die Endergebnisse von Caravaggio, von den besten Werken, sind einfach begeistert schön. Da kann man mit der Nase rangehen, da kann man 5 Meter entfernt gehen, die Stimmen in der Komposition, die sind einfach traumhaft wunderschön. Empfehle ich nur, Caravaggio anzugucken. Aber dieses hier mit den Zeichnungen, dass man sagt, jetzt nach 300, 400, 500 Jahren finden wir plötzlich Zeichnungen von dem Maler, der gar keine Zeichnung gemacht hat, das ist eine Lachnummer. Und insofern ist das hier mein Statement zu Caravaggio mit dem wunderschönen Früchtekorb in der Bibliotheca Ambrosiana. Da ist eine kleine Pinacoteca, also Bibliotheca ist Bibliothek und Pinacoteca ist Bildergalerie, in diesem Renaissance, wunderschön, in der Nähe des Mailänder Doms, 7-8 Minuten Fußweg vom Domplatz entfernt, und dann geht man in die Galleria dort, und vorne an der Ecke mit den vielen Mosaiken, da kriegt man den Cappuccino des Jahrtausends, und viel Spaß in Milano.